Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und Review Video. Das letzte Home Gym Equipment habe ich mir bestellt. Hier kannst du es jetzt sehen. Es geht also in diesem Video um den Gorilla Sports Langhantelständer. Und den möchte ich dir natürlich genauer vorstellen. Warum habe ich mich überhaupt für den Kauf entschieden? Ein paar Kaufkriterien möchte ich dir mal nennen. Als allererstes ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, ein ansprechendes Design. Natürlich sollte es ja auch eine gute Verarbeitung sein, ja, sollte natürlich vorliegen. Und als maximales Budget habe ich mir 100 Euro gesteckt. All das bringt der Gorilla Sports Langhantelständer mit sich. Als allererstes möchte ich natürlich mit dir das Paket auspacken. Danach werde ich den Handelständer aufbauen und ja, dann sind wir mal gespannt, wie praktikabel und einsetzbar der Handelständer von Gorilla Sports tatsächlich ist. Kommen wir nun zum Unboxing-Bereich. Das heißt, ich werde jetzt das Paket öffnen und danach werde ich den Handelständer aufbauen. Los geht's! Also an sich ist alles gut verpackt, wirklich alle Teile sind auch nochmal separat mit so einer Schutzfolie umgeben. Das heißt, ihr kann also während des Versandes auch nichts zerkratzen oder ähnliches. Das finde ich schon mal sehr positiv. So, ich habe jetzt alle Einzelteile ausgepackt. Eins fällt auf jeden Fall sofort positiv aus, die solide Verarbeitung. Also die Schweißnähte sind wunderbar, da gibt es wirklich nichts zu sagen, ist auch von der Farbe. Vom Design her gefällt es auch sofort wirklich super. Auch gefällt mir, dass die ganzen Muttern, Schrauben, etc. auf der Pappe sozusagen gleich vorbereitet ist. Ja. Und man kann sofort starten. Also man braucht keinen extra Werkzeugkoffer oder ähnlich. Es ist alles sofort dabei. Was ein bisschen blöd ist, oder was ich ein bisschen bemängle, ist, die Beschreibung könnte ein Tick größer sein. Also ein A4-Blatt wäre ganz cool. Und eine deutsche Anleitung wäre eigentlich auch besser. Aber so vom Aufbau her sieht es eigentlich jetzt nicht so schwierig aus. Und ja, dann fange ich jetzt mit der Montage an und los geht's.
So, der Aufbau ist fertig. Ungefähr 20 bis 30 Minuten solltest du beim Aufbau vom Gorilla Sports Handel Ständer einplanen. Wir haben das jetzt zu zweit gemacht, da geht es natürlich ein bisschen zügiger. Man muss sich erstmal reinfuchsen, aber an und für sich ist es wirklich simpel. Und es ginge zur Not auch alleine, auch das ist kein Problem. Und das mitgelieferte Werkzeug, was ja enthalten ist, es geht damit, aber noch besser geht es natürlich mit einer passenden Ratsche und so. Damit geht es wirklich besser. Was auf jeden Fall positiv beim Gorilla Sports Handelständer auffällt, das Design ist wirklich sehr schick, also klassisch, es sieht wirklich toll aus. Auch die zwei Ablagen, es gibt einmal die obere und einmal die untere Ablage. Die hohe Belastbarkeit von den Ablagen ist super im Vergleich zu anderen Handelständern. Die obere ist bei 400 Kilogramm, die untere bei 500 Kilogramm, das ist wirklich Spitzenwerte. Und 16-fach verstellbar, das ist wirklich auch super. Es ist auch einfach zu verstellen, das kann ich mal kurz demonstrieren. Man sieht, man zieht an diesem Justier-Ding und dann geht's schon, kann man es ganz einfach verstellen. Bei der oberen ist es ja auch ähnlich. Klickt dann, rastet dann einfach ein, fertig. Auch zum Geruch, das habe ich ja auch erst befürchtet. Auch hier gibt es gar nichts zu bemängeln. Es gibt keinen ekligen Geruch, sodass der erst ausdünsten muss oder so. Das ist bei dem Handelständer nicht der Fall. Auch punkten tut der Preis für nicht mal 85 Euro, um genau zu sein, 84,90 inklusive Versand, ist das wirklich ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Das zu den Positiven unter anderem. Es gibt natürlich auch negative Aspekte, die ich sagen muss. Was mir gleich aufgefallen ist, beim Verschieben, ich habe jetzt dreimal justiert und das Problem ist natürlich einfach fürs Auge, diese Kratzspuren am Handelständer direkt, die sind sofort dann sichtbar. Das ist leider ärgerlich, ja. Auch kann ich mir vorstellen, bei der unteren Ablage hätte ich mir gewünscht, dass eventuell noch irgendwie ein Schaumstoff oder irgendwas vorhanden ist. Ganz einfach, weil sobald die Langhantel oder SZ-Stange, wie auch immer, hier drauf knallt, ist es natürlich sofort, das platzt dann wahrscheinlich ab. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das sind so die einzigsten negativen Aspekte, die mir jetzt aufgefallen sind. Ansonsten bin ich mit dem Handelständer zufrieden und ja, es eignet sich natürlich für Bankdrücken, Schulterdrücken, Kniebeuge, alles das, wo auch Gewichte, zusätzliche Gewichte mit reinkommen. Und von daher ist eine super Sache, sich so einen Handelständer mit ins Home Gym mit reinzuholen. Super Erweiterung. Sehr interessant ist natürlich die Frage, kann man mit dem Handelständer und natürlich einer Handelbank Bankdrücken, Flachbankdrücken machen? Ja, es geht. Zur Demonstration möchte ich dir das kurz zeigen. Das lässt sich damit wirklich rausnehmen und dann kann es losgehen. Ja? Und dann kann man die natürlich wirklich auf die untere ablegen. Und das kann man auch ein bisschen knallen lassen, auch das ist kein Problem. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlen würde, wäre vielleicht, ich meine, der Handelständer ist ja freistehend, das heißt, man kann ihn frei positionieren. Dadurch entfällt natürlich auch ein gewisser Teil an Stabilität. Daher wäre es schön gewesen vielleicht, wenn am Handelständer vielleicht noch solche Haken wären, sodass man noch Gewichte einfach zusätzlich dranhängen könnte. Das wäre vielleicht noch cool gewesen. Aber ansonsten, top. Wenn du noch weitere Fragen zum Produkt oder allgemein zum Home Gym Equipment hast, dann stell deine Frage einfach in Form eines Kommentars und alle weiteren Details zum Produkt findest du im Artikel. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Bis bald. Ciao.